Hallo, ich darf Sie heute erstmalig begrüßen zu meiner kleinen Vortragsreihe über Themen, die die Psychoanalyse und die Philosophie betreffen. Die Vortragsreihe wird in losen Zusammenhängen erscheinen und der heutige Vortrag trägt den Titel Der Leib als Kontinuum von Intersubjektivität bei Maurice Merleau-Ponty. Ich werde heute ein Thema referieren, welches zentrale Begriffe psychoanalytischen Denkens berührt. Der Vortrag wird vor allem auf die Art und Weise eingehen, wie unsere körperliche Verfasstheit als a priori, das heißt als nicht zu hintergehendes Faktum, unseren Bezug zur Welt und zu den anderen konstituiert. Wenn Freud 1923 in seiner Schrift Das Ich und das Es betont, ich zitiere, das Ich ist vor allem ein körperliches. Es ist nicht nur Oberflächenwesen, sondern selbst die Projektion einer Oberfläche, ein veränderter Teil des Es. Dann betont er die Materialität des Ichs und gründet das Ich in seine Körperlichkeit. Und dieses Ich wird als das, ich zitiere, vom System Wahrnehmung ausgehende Wesen, das zunächst vorbewusst ist, verstanden. Zitat Ende. Als wesentliche Ich-Funktion definiert Freud in derselben Schrift, in seiner Reiteranalogie, vor allem die, ich zitiere, Herrschaft über die Zugänge zur Motilität, Zitat Ende, also die Steuerung und Kontrolle der Motorik. Dreierlei fließt also in Freuds Definitionsversuch des Ichs ein. Erstens die Körperlichkeit des Ichs, zweitens der Ausgang des Ichs aus der Wahrnehmung und drittens die Ich-Funktion der motorischen Kontrolle. Wir werden allen dreien später in diesem Vortrag wieder begegnen. In einem transdisziplinären Wurf werde ich versuchen, das phänomenologische Projekt der Leiblichkeit Merleau-Pontys vorzustellen und Berührungspunkte mit der Psychoanalyse, die ich gerade ansatzweise angedeutet habe, zu erwähnen, wobei der Vortrag sich auf die Darstellung des Ansatzes von Merleau-Ponty konzentrieren wird. Wenige Worte zur Phänomenologie. Diese philosophische Strömung des 20. Jahrhunderts wurde maßgeblich von Edmund Husserl geprägt. Dieser formulierte den Leitgedanken zu den Sachen selbst und sah den Ursprung seiner Erkenntnisgewinnung in unmittelbar gegebenen Erscheinungen, also den Phänomenen. Diese gilt es zu beschreiben, nicht zu analysieren oder zu erklären. Maurice Merleau-Ponty erkennt in der Phänomenologie eine Bewegung, deren Anfänge Anhänger neben Hegel, Kierkegaard, Marx und Nietzsche auch in Sigmund Freud entdecken. Vor allem in Frankreich konnte diese Strömung erhebliche Anhänger gewinnen. Maurice Merleau-Ponty ist neben Paul Ricoeur, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel und Emmanuel Levinas einer der wichtigsten Vertreter der französischen Phänomenologie. 1945, also im Folgejahr der Befreiung von Paris, reichte Merleau-Ponty zwei Bücher zu seiner Dissertation ein. Das eine nannte sich Die Struktur des Verhaltens, das zweite Die Phänomenologie der Wahrnehmung. Mit beiden Publikationen wurde Merleau-Ponty über Nacht in Frankreich bekannt. Mit Sartre
mit dem er sich später aufgrund dessen politischer Aktivitäten überwarf, gründete er im selben Jahr die Zeitschrift Moderne Zeiten und erhielt einen Lehrstuhl für pädagogische Psychologie an der Sorbonne. 1952 wurde er in das berühmte Collège de France gewählt. 1961 verstarb Maurice Merleau-Ponty an einem Schlaganfall im 53. Lebensjahr. Merleau-Ponty interessiert sich in seinem Werk vor allem für den Weltbezug des Menschen. Er sucht eine direkte Beschreibung aller Erfahrungen, so wie sie ist, ohne Rücksicht auf Probleme der Wissenschaften. Geradezu besessen attackierte Descartes, dessen Buch Dioptrik angeblich aufgeschlagen neben seinem Sterbebett gelegen haben soll. Descartes hatte Existieren in seiner Schrift Meditationen in zweierlei Sinn getrennt. Als Bewusstsein, die Res Cogitans, also das denkende Wesen, das Mentale, und als Ding, die Res Extensa, die ausgedehnte Sache, also der Gegenstand. Merleau-Ponty schreibt: Die kartesianische Tradition hat uns daran gewöhnt, von den Gegenständen Abstand zu nehmen. Die reflexive Einstellung reinigt in eins den gemeinen Begriff des Körpers wie den der Seele. Indem sie den Körper als Summe von Teilen ohne Inneres, die Seele als ganz sich selbst gegenwärtiges Sein ohne Abstand bestimmt. Das Objekt ist durch und durch Objekt und das Bewusstsein durch und durch Bewusstsein. Zitat Ende. Die Gegenüberstellung von Bewusstsein und Ding bringt also zweierlei mit sich. Einerseits bringt sie uns die Seele ganz nah heran, verbindet unser Sein mit dem Bewusstsein, den Körper bringt sie auf Abstand. Andererseits veräußert sie den Körper, entzieht ihm Innerlichkeit und Ganzheitlichkeit, in denen er nur mehr als Summe seiner Teile zur Kenntnis genommen wird. Es wäre nun falsch, die Ursprünge dieser scharfen Trennung unmittelbar in einer ablehnenden oder verächtlichen Haltung dem Körper oder irgendeiner Sexualität gegenüber zu erkennen. Diese Trennung zwischen Denken und Körper gründet vielmehr in der Frage, was menschliche Existenz vergewissern kann. Und Descartes antwortet darauf mit seinem berühmten Ich denke. In diesem Cogito herrscht kein Zweifel. Hier bin ich und kann nicht wie in meiner Wahrnehmung oder im Traum getäuscht werden. Merleau-Ponty findet also die kartesianische Spaltung in ihrer Radikalität als Stand der Dinge vor und wird sein ganzes Leben bekämpfen und attackieren. Er unterläuft die Spaltung von Subjekt als Bewusstsein und Objekt als Ding, indem er diesen Dualismus verwirft und ein Zwischenreich errichtet. Er schreibt: Unser Ziel ist es, ein Verständnis zu gewinnen von den Beziehungen zwischen dem Bewusstsein und der Natur, der organischen, der psychologischen oder selbst der sozialen Natur. Zitat Ende. Er fragt also nicht nach dem, was Bewusstsein oder Natur ist, sondern er fragt danach, was sind die Beziehungen zwischen Bewusstsein und Natur? Diese Natur kann organisch, psychologisch oder sozial sein. Methodisch nähert sich Merleau-Ponty der Antwort, indem er wissenschaftliche Erkenntnisse zunächst außer Acht lässt und auf das zurückgeht, was in der Lebenswelt als im Prinzip unzerstörbare Grundlage und Voraussetzung unserer erkennenden und handelnden Beziehungen zur Welt immer schon vorgegeben ist. Wissenschaft gründet in seinem Denken auf dem Boden der Lebenswelt. Und auf diese Welterfahrung gilt es zurückzugehen. Wissenschaft ist für Merleau-Ponty nur sekundärer Ausdruck dieser Erfahrung. Was bedeutet dies nun?